So, genau, wegen Datenbank. Das ist auch der Grund, warum CRG zum Beispiel gesagt hat, du musst die Schiffe manuell runterladen. Ne, dieses, wie heißt es am Ace of Terminal? Dieses Rufen von Schiffen. Weil du, also vorher hast du in dem Moment, wo du eingeloggt bist, auf den Chart alles mitgenommen, aus der globalen Datenbank. Alle Schiffe, alles. Und das war zu viel. Und deswegen haben sie gesagt, wir nehmen jetzt die Schiffe raus. Und du kannst quasi dann, während du im Chart drin bist, über das ASOP Terminal die globale Datenbank anrufen und kann sagen, bitte das Schiff in die Chart-Datenbank runterladen. Das ist genau das, was sie da machen. Es gibt keine Verbindung zwischen Chart-Datenbank A und Chart-Datenbank B. Gar keine. Oder es gibt schon eine, das ist dann die globale, aber die wird erst beansprucht, wenn du zurück ins Menü loggst. Du kannst ja auch keinen Chart switchen. Einfach so. Du musst ja immer ins Menü. Du kannst nicht ohne Menü von Chart A auf Chart B gehen. Geht nicht. Doch, Prunks, genau. Der 30K Recovery macht ja genau das. Der 30K Recovery macht folgendes, der macht einen Snapshot in regelmäßigen Abständen von deinem aktuellen Raumschiff. Und allem, was im Raumschiff drin ist. Ich weiß nicht, in welchen Abständen, keine Ahnung. Nagel mich nicht drauf fest, aber in regelmäßigen Abständen. Und er schickt diese Daten an die globale Datenbank. Als Backup für den Fall, dass ein 30K kommt. Das ist der Grund, warum der 30K Recovery auch manchmal nicht funktioniert. Weil es kann sein, du kaufst was ein oder der Snapshot hat irgendwie funktioniert oder kommt erst ein bisschen versetzter und zack, ist dein Kram weg. Aber Brunks, das ist nur für das Schiffsinventar. Es gibt ansonsten keinen dauerhaften Austausch zwischen der Chart-Datenbank und der globalen Datenbank. Aber wir brauchen darüber auch nicht streiten. Es ist sowieso egal, wer recht hat und wer nicht recht hat. Und ob das hier wirklich so macht oder was sie wirklich machen. Fakt ist, am Ende haben wir sowieso noch einen Chart. Und dann ist es, ne, unerheblich. Aber sie haben das tatsächlich so erklärt, dass sie eine globale Datenbank haben und mehrere Chart-Datenbanken individuell, ne? Und dass eben das Ein- und Ausloggen, dass das Matchmaking, wie sie es selber nennen, dazu führt, dass du dann die Daten transferierst. Aber wie gesagt, letztendlich, mir ist es sowieso wurscht. Hauptsache es funktioniert. Das ist das Allerwichtigste. So. Oh, das sind aber viele Schiffe. Oh Gott, nein. Ein Harbinger. Eine Corsair. Okay, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben jetzt eine Menge Geld dafür bezahlt. Ich hoffe, das lohnt sich. Der Richter zahlt das erste Maß. Genau. Dankeschön, Pilafbot, für den Follow. Pilafbot. Nicht schlecht. So. Mal gucken, ob wir was Schönes rausziehen können. Wir haben ja genug Platz. Für geilen Kram. Wir sind auch schnell hier gewesen. Okay, das ist nicht so toll. Andromeda. Hat viele Schiffe. Muss aber nicht zwingend deswegen gut sein. Ist auch nicht so geil. Also eigentlich gar nicht geil. Redeemer hat eh nichts dabei. Dann wird es wahrscheinlich eine Reclaimer sein. Was ist das da? Das ist irgendwas Kleines, ne? Cutlass. Ah, wow. Die Cutlass hatten auch öfter schon gute Waren an Bord. Wäre schön leicht zu plündern. Ach, nur Schrott. Dann bleibt noch die Reclaimer. Angeblich leer ist.
Das glaube ich aber weniger. Er bricht immer kurz vorher ab. Was soll denn das? Hier ist gleich rein und guck einfach. Ich gehe reingucken. Was sehen würde. Halt, das war andere Seite. Oh, mal einfach. Wäre halt geil, wenn man diese Schiffe einfach klauen könnte. So eine Reclaimer klauen. Wäre richtig, richtig nice. Aber leider geht das nicht. Dankeschön, Prinz Peter, für den zweiten Monat auf der Stufe 1. Können wir ganz kurz hier die Kollegen rausschmeißen. Ich entlasse euch jetzt in den Weltraum. Möget ihr lange und in Frieden flattern. Und ewiglich irgendwo hinfliegen. Hey, du, nicht stehen bleiben. Fliegen. Ah, das ist jetzt hier das Bootcamp, was ich vorhin erwähnt habe. Die müssen jetzt weiter trainieren. Die trainieren jetzt hart zu bleiben, auch im Weltraum. Wer zuerst stirbt, muss dann die Kajüten sauer machen. So. Dann gucken wir doch mal hier rein. Aber das passt jetzt hier. Aber müsste von der Höhe, der kommt nicht allzu weit raus, glaube ich. Ja, ganz knapp. Also sehr, sehr knapp. Ein Glück, dass der keine Kollision hat. So, Bergungsraum. Wir gucken mal nach, ob doch irgendwas drin ist. Lala. Im schlimmsten Falle haben wir jetzt Minus gemacht. Ist halt dann so, ne? Das ist immer Gamblen. Wir können natürlich noch den Rest plündern, aber... Halt wirklich leer. Das ist so eine Frechheit. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist auch, glaube ich, nicht so gewollt. Dass es leer ist. Das ist garantiert ein Bug. Mal wieder. Ja, ja, Cargo. Ich gucke alle Räume durch. Meistens steht es oben, aber ganz selten war auch schon was im Cargo-Raum. Hier ist nichts. Achtraum. Der war hier drüben. Ja, alles leer. Das ist auf jeden Fall wieder mal ein schöner Bug. Danke. Bin geplündert. Nee, nee, ist ein ganz frisches Wrack. Also das Wake of Disaster ist ganz frisch. Aber nicht so tragisch. Dann nehmen wir die anderen Sachen mit, die hier so rumliegen. Guck mal, ein Schwarm von Menschen. Space-Menschen sind das. Das sind echte Sternenbürger. Dankeschön, Avatori Fury, für 4 Monate Prime. Vielen Dank. Immer enttäuschen, wenn die leer sind, auch bei Very Hard. Ja, ich denke, das ist ein Spawn-Bug. Die Schiffe sollten generell eigentlich, glaube ich, niemals leer sein. Insbesondere nicht Reclaimer. Oder generell Schiffe mit Frachtraum. Ich denke, dass einfach beim Spawn irgendwas schief läuft. Und da werden die nicht richtig erkannt. So, hier war Neon drin. Zweimal Neon. Das können wir ja mitnehmen. Das ist zwar jetzt nicht viel, aber besser als nichts. Ne, Verluste gering halten und so.
Die Reclaimer war schon immer leer, auch früher, hab da nie Waren oder Ladung gefunden. Das stimmt definitiv nicht. Wir hatten mehrere Streams, habt ihr auch schon gesehen hier bei mir. Da war eigentlich sehr, sehr oft was drin. In den meisten Fällen sogar. Bin ich falsch rum? Ja, verdammt. Egal, ist eh nicht viel. So. Aufmachen ging da hinten. Also, dass die schon immer leer war, stimmt nicht. Die ist sogar meistens mit Waren befüllt. So. Nee, und da haben wir es schon. Die zwei SCU, mehr war es ja nicht. Nehmen wir mit. Dankeschön, Ituriel, für ein Follow. Ja, Norge, ich eigentlich auch nicht. Ich wollte es mal probieren, weil manchmal hast du halt Glück. Wir hatten letztens eine, das war sogar auch in der Reclaimer, da hatten wir, glaube ich, 12 Mal Weevil Eggs drin. 12 Mal. Das wären mal eben 1,4 Millionen. Also es geht schon noch. Es ist nur sehr, sehr viel seltener geworden. Und das ist das Problem an der Mission. Es sollte sich halt immer lohnen. Mit dem Frachtloot. Immer. Weil nur dann würden es Leute spielen. Ne? Menschen spielen die Mission nicht, wenn sie nur darauf gamblen müssen und hoffen müssen. Außer sie versuchen es, wie ich es mal. Aber es ist ein Istio Neon. Das ist halt auch. Warum ist die Karte jetzt nicht voll? 4, 2, 2, das sind 6, 8. Das sind 9 SCU. Die hat 46 Platz. Die müsste viel voller sein. Also selbst mit irgendwelchen nicht so tollen Waren müsste die wesentlich voller sein. Naja, wer weiß, woran das liegt. Ja, ich nehme nicht alles mit. Kein Fall. Das bringt ja nichts. Ich habe jetzt hier ein bisschen Mist gebaut, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, oder? Mag ich merken. Ja, es geht doch. Eigentlich habe ich sogar ziemlich gut gemacht. So, wir brauchen einen einzelnen SCU. Das wäre dann. Ja, da ist es Neon. Die Mission ist auch für Salvage gedacht, oder? Weil dann wäre ja quasi vor Ort Geld vorhanden. Das Looten ist Teil vom Salvagen. Das kann man nur schwer trennen. Es ist halt ein Schlachtfeld. Und es macht nur Sinn, dass die Frachtschiffe bei einem Schlachtfeld auch Fracht dabei haben. Was ist das da? Reclaimer? Irgendwas haben wir noch übersehen. Ach so, genau. Nochmal ein SCU Neon, ja. Auch viel zu wenig drin. Viel zu wenig drin. Also da ist wieder. Ich denke, das ist einfach ein Bug, dass zu wenig ist. Irgendein Spawn-Bug von den Waren. Aber wie gesagt, das kann doch mal wirklich gut sein. Es kommt echt drauf an. Ich nehme nur die Drogen mit, naja, sicher. Wie gesagt, der ganze Kleinscheiß lohnt sich einfach nicht. Das sind ein paar hundert Alpha UEC, das ist jetzt nicht wirklich sehr sinnvoll. Na, geht nicht auf. Naja, eben, das ist halt ein Schlachtfeld. Also, warum sollten Frachtschiffe hier überhaupt, also, um was haben die gekämpft? Um Processed Food? Was ich für ein Apfel und ein Ei überall kaufen kann? Der Quatsch. Also, es ist ja auch unimmersiv, das bisschen Zeug hier. Ist ja alles Müll. Ist ja alles wertloser Müll. Ne? Also, da würde keiner für kämpfen.
Deswegen, ich fand das gut. Ich weiß, einige sind der Meinung, dass Wake of Disaster früher overpowered gewesen wäre. Das sehe ich nicht so, weil es halt eine PvP-Location ist. Es gibt ja keinen Com-Array und so weiter. Ich fand das gerade geil, dass es so rentabel war, weil das hat Leute auch dazu animiert, dort um die Sachen zu kämpfen. Jetzt juckt es keinen mehr. Das können sie auch rauspatchen eigentlich. Es hat keinen Mehrwert mehr. Ja. Auch nichts zum Salvagen. Wozu? Du hast genug andere Salvage-Missionen, die viel, viel mehr Geld bringen und wesentlich weniger Risiko haben. So, okay, das haben wir alles. Ja, schade. Ich denke mal, in der Redeemer ist auch nichts drin. Vielleicht sind ja zwei Kisten Weavex. Sie hat ja zwei SCU. Komm, wir gucken mal spaßeshalber nach. Wenn wir eh gerade hier sind, vielleicht. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier drauf drücken. Entschuldigung. So, dankeschön, Tylock, für ein Follow. Nein, mit HOTA spiele ich nicht. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Wobei Tastatur eine analoge ist. Constellation. War noch eine Vanguard hier, die hat aber auch keinen Frachtraum. Ah, na gut. Okay. Dann geht's zurück nach Hurston. Ist zum Glück ist auch nicht so weit gewesen. Wir gleichen das jetzt einfach mal aus. Nehmen wir noch kurz bei Rappels vorbeifliegen. Ja, heute werden alle Karten gezogen, richtig. Heute geht alles raus. Also sowohl die Zeus... Oh Gott, das ist hell. Die Zeus ES geht heute raus, die 150 Polaris-Karten und die gegradete Captain Price, also die F8 Lightning. Ich würde, pass auf, wir können ja mal Folgendes machen. Ich kann euch jetzt nochmal kurz das Giveaway anmachen mit den Karten. Sekunde. So. Erneut öffnen. So, bitteschön. Da könnt ihr jetzt nochmal dran teilnehmen und ich würde sie dann gleich ziehen. Also jetzt letzte Chance für die 150 Karten. Einfach aus, wo ist ein Ticket? Jeder eins. Und dann gehen die gleich raus. Und da mache ich euch wieder die Zeus an. Und die gegradete Karte, wie gesagt, die läuft parallel, unabhängig davon. Die geht ohne Stars auch, mit Ausrufezeichen Squadrons. Da könnt ihr auch nochmal, wenn ihr noch nicht dabei seid, mitmachen. Dadam. Ja, ihr müsst bitte die bei den Karten, bei den Zeus, Quatsch, bei den Polaris-Karten bitte über den Stream-Elements-Link gehen. Der Chat gibt nur das Squadrons-Dingens. Nein, die Karten wurden nicht zurückgesetzt. So. Genau, fliegen wir noch kurz rüber nach Rappel. Wenn wir einmal hier sind und mal ein bisschen den Verlust ausgleichen. Gucken, wo es ist. Ist nicht mega schlimm. Aber immerhin so ein bisschen Neon uns holen können. Da ist Rappel. Es rappelt in Karton. Dong, 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 dong. Beziehungsweise, ganz kurz, ich mache erstmal einen Abstecher, dass ich meinen Frachtraum leer kriege. Bei
Beim Schrottplatz. Das war Orinth, genau. Und danach gehen wir nach Rappel und dann nochmal nach Lorville zum Verkauf. Oh. Entschuldigung, das habe ich schon B gedrückt. Aber es ist eh kein Kummer reaktiv, lustigerweise. Nee, an der Börse kannst du mir nicht verkaufen, das geht nicht. Die belebt noch. Wie schade. Was soll das denn heißen? Da will ich aber Jubel hören. Juhu, Knebel lebt noch. Es ist ihm nichts Schlimmes passiert. Das wäre die Reaktion, die ich erwarten würde. Frechheit hier. Ja, jetzt ist aber, also jetzt wirkt es aber geheuchelt. Ja, Hust, Hust, genau. So, da unten ist eine C2. Bestimmt randvoll mit Waren, die ich mir jetzt spitzen kann. Gibt denn der alte Wörsknebel noch? Oh hey, das Schiff ist noch nicht wieder umgekippt und irgendwie abgestürzt, einfach so random. Das ist doch schon mal was. Das ist doch positiv. Ja gut, wenn mich jetzt hier einer wegbombt, dann ist das so. Ich habe eh nicht viel dabei. Würde sich nicht wirklich lohnen. Aber vielleicht liegen hier noch Kisten rum, hm? Wenn wir einmal hier sind. Mal kurz schauen. Dein Vieh macht auch Mist. Wenn sich's halbwegs lohnt zumindest. Ah, guck an. Da liegen sogar wirklich Sachen. Moment, unter mir ist was. Was bist denn du für eine Kiste? Behälter, ja toll. Behälter will ich nicht haben. Da liegen zwei SU. Widow, okay. Nehmen wir gerne mit. Und da. Nochmal Widow, das ist aber nett. Jo, gerne. Aber das eine, wo sind die Kisten? Ah ja, da ist die eine und da ist die andere, alles klar. Dann parke ich einfach hier dazwischen. Cool. 4 SCO Widow. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Was man nicht so alles findet, ne? Einfach ein kleines Geschenk für mich. Das ist doch nett. So, einmal. Dann war irgendwo drüben noch eins, ne? Ja. Ne, Item ist das. Okay, ja, Item ist auch gut. Bin ich mit einverstanden? Rücken hier ordentlich. Ach, komm schon. So. Gott, stell's doch da hin. Nein, stell's da hin. Wieso geht das nicht? Dann stell ich halt da hin. Geht das? Ja, das geht. Ein SCU als gestohlen. Wenn du es einem anderen Spieler wegnimmst, der nicht in einer Gruppe ist quasi. NPC-Fracht ist eigentlich nie gestohlen. Also da ist es, glaube ich, egal. Da gibt es jedenfalls keine Probleme mit bisher. So, liegt da vielleicht noch mehr rum. Was ist denn da drin, zum Beispiel? Ist was in dem Schiff? Lohnt sich das, das aufzubrechen? Wäre ja geil, aber wahrscheinlich nicht.
Ich hab's, glaube ich, einmal erlebt, dass da ein Schiff am Schrottplatz stand, wo noch was drin war. Aber kann halt sein. Der Ingo Krass, Dankeschön für 22 Monate auf der Stufe A. Oh, guck mal, ein SEO Slam. Das lohnt sich jetzt nicht wirklich gut, aber da es eh offen ist. Ein SEO Slam, hey. Nett. Kann man gut gebrauchen. Ich kann mir das direkt hier rauspoolen. Warte. Und nicht hinstellen. Ah, der doofe Wind natürlich wieder im Weg. So, warte, warte. Ein bisschen näher ran noch. So, jetzt mal schnell sein, weil der Wind nämlich pustet. Der Pustewind. Ja, die Finse kann fast drin landen, ja. Aber nur fast. Wenn nur die Flügel nicht wären. So. Wo ist die Kiste? Da ist sie. Ja, ist doch nett. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles verkauft kriege, aber das finden wir bestimmt gleich heraus. Ja, schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle hier rausgezogen. Es ist alles nicht allzu viel, ne? Es wäre halt mal geil, so richtig große Mengen an Frachtdaten nochmal zu finden, aber dazu bräuchte man eben frische ERTs oder so. Aber immerhin. Immerhin. Okay, dann landen wir drin und verkaufen das Zeug. Luto, wie gesagt, die Zeus ist gerade pausiert für die Karten. Die Karten ziehe ich gleich. Und dann geht die Zeus wieder an. So, mal gucken, was es hier angenommen wird. Alles. Sehr gut. So, 16.500. Das ist das Slam aus der Herkules. Widow, was hier rumlag, 27.000, sehr schön. Dann haben wir das Item, was rumlag, nochmal 11.000. Und noch ein bisschen Neon, was wir gelootet haben. Da haben wir unseren Verlust von Wake of Disaster wenigstens stark begrenzt, würde ich sagen. Stark begrenzt. Toll, das eine geht nicht, doch, muss aber. Das muss verkauft werden. So. Perfekt. 520.000. Jetzt gehen wir nochmal nach Rappel. Genau, Sir Mario, richtig. Dann hast du Tickets. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?